Streamer zum Season-Beginn bisschen Diablo, also Helden wechseln. Ich nehme jetzt hier mal meinen Hexendoktor und reinkarniere den mal. Ach so. Dann mache ich das mit dem jetzt mal nicht, sondern mit meiner Hexendoktorin annehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, was genau das jetzt dann bringt. Das sehen wir ja dann gleich. Ich habe das mit dem Reinkarnieren bisher nicht gemacht. Also von daher schauen wir mal. Ja. Ich weiß nicht, ob hier jetzt in der Truhe irgendwie. In der Truhe ist nichts. Ja, das bringt hier dann halt einfach jetzt prinzipiell nichts, oder? Ins Inventar legen. Was haben wir da? Mit zur Mystikerin, okay. Aber prinzipiell hat das ja jetzt dann nichts gebracht, außer dass ich mir halt jetzt einen Charakterplatz gespart habe, richtig? Richtig. Ja, neue Transmogrifikation. Hier sonst was. Was haben wir denn? Da haben wir da irgendwas. Ja, ich könnte jetzt hier so das tolle Todesmesser drauf machen. Schön. Nee, Freundesliste will ich gar nicht, sondern die Flügelchen. Und meine Geräte. Wenigstens das. Ja, Nephalem-Portal. Bin, glaube ich, erstmal jetzt am meisten so, ne? Zum Leveln. Ja, danke. Ist natürlich jetzt wieder richtig spannend. Ja, hey, Stufe 2, schön. Gleich meinen Keks freuen. Dachte ja, ich behalte dann irgendwas oder so. Und ja, wäre ein bisschen langweilig, aber hätte ja sein können. Meine, ja, das ist doch jetzt. Also im Grunde ist das doch nur dafür da. Also ich kann jetzt leider gerade auch gar nicht in den Chat gucken, falls da irgendwer sein sollte. Aber im Grunde ist das doch jetzt nur dafür da, dass ich mir jetzt einen Charakterplatz spare, oder? Und jetzt spackt mein Handy hier rum, was auch immer das möchte. Ach Mist, der Begleiter macht ja noch gar nichts. Was heißt noch nicht? Der wird auch nie was tun. Ich werde ja wahrscheinlich wieder versuchen, auf Carnival Hexer zu spielen. Und dann mal gucken. Oder eigentlich gar nichts gucken. Ich mach das einfach wieder, der macht Spaß. Auch wenn sie jetzt, glaube ich, den Jade-Ernter gebufft haben, kann das sein? Ich glaube ja. Also irgendwie kam ich damit letztens weiter als das letzte Mal, als ich ihn gespielt habe. Das hier war ja eigentlich mal eine Jade-Ernterin. Wenn man das so nennen darf. Ja, und jetzt höre ich gerade selber wieder nichts. Weil mein Mischpult ja immer noch einen Schaden hat. Ja. Aber naja. Geld wächst ja nicht auf Bäumen, ne? So, deswegen müsste ich jetzt einmal wieder auf meinen mit Gaffer-Tape gefixten Knopf drauf drücken. So, jetzt haben wir ein bisschen was hier geschafft. Ja, cool. Wir haben neue Stiefel. Und sind, ach, Stufe 3 sogar schon. Krass. Ach klar.
Das hätte ich ja meine Umklammerung der Toten gar nicht. Ja. Dann bin ich gerade ganz froh, dass ich meinen Hexer nicht genommen habe. Und dann kann ich den wenigstens noch weiter zocken. So nebenbei. Muss ja jetzt nicht unbedingt. Muss ja nicht unbedingt auf Season sein. Ich meine, wird ja nachher eh alles wieder auf normal gestellt. Von daher ist das ja nicht so schlimm, ne? Natürlich wenig spannend. Ich werde auch wahrscheinlich dann nach dem Portal irgendeinem Spiel beitreten. Geht dann schneller. Und bringt auch mehr, ne? Hört man hier mit den Brandbomben hier auf, ne? Das tut doch nicht Not. Ja. Ist jetzt halt auch wenig spannend, was ich da jetzt erzählen kann. Ich warte ja immer noch auf den Key für die Legion. Alpha, Beta. Ich denke mal, die Alpha werde ich jetzt nicht mehr kommen. Aber geht ja bald in die Beta und da hoffe ich doch mal, dass ich da einen Key kriege. Dass ich auch den Dämonenhunter spielen kann. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Ja. Ansonsten, ja, WoW könnte ich eigentlich auch mal wieder streamen. Spiele ich im Moment gar nicht mehr so aktiv. Muss ich ehrlich sagen. Bin im Moment dabei, auf dem neuen Realm anzufangen. Diesmal sogar auf Allianz-Seite. Und ja. Bin immer noch nicht auf 100. Weder mit meinem Decay, den ich angefangen habe, der ist glaube ich auf, ja, auf 70. Dann habe ich noch einen Shadow Priest auf 50, ja. Mein Tauren-Schamane auf Gorgonash ist immer noch nicht auf 100. nein, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Helle Kugel. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, das war jetzt abzusehen. Na, ich nicht am Start. Na, egal. Leichenspinnen bringt jetzt klar. Ah, bringt das mehr? Ich weiß gerade gar nicht. So, wo noch, wenn ich noch keine Runen habe und so, weiß ich gerade nicht. Ob das dann nicht mehr bringt, mit den Spinnen rumzuwerfen, gucken wir mal. Bin es halt jetzt auch echt gewohnt, mit den 1000 Pets, die dann um mich rumrennen. Also die ganzen Opportunisten. Die dann schön mit 1000 Pfeilen rumschießen. Ja, ich glaube mit den Spinnen, das bringt tatsächlich mehr. So, ein Gürtel, ja, toll. Lifehack, hey. Also das könnte ich noch daumen, wie ich durch das Portal durch bin. Deswegen, ja. So, wer rotzt denn hier so rum? Was haben wir denn da? Schrein des Kanalisierens, das heißt jetzt mal hier ohne Mana-Kosten. Aber ey, ist ja eine Primärfähigkeit. Kostet ja Mana sowieso nichts, ne? Ja. Dann jetzt mal aus diesen Gängen raus hier bitte. Das macht mich. Macht mich ein bisschen attraktiv. So. Hey, Schaden fast verdoppelt. Toll. So.
Hallo, ihr kleinen Mistviecher. Achso, ja, ihr habt es ja schon gemerkt, ich habe aufgehört, Hardcore zu spielen. Ich wollte einfach mal gerne wieder einen Charakter wirklich, ja, irgendwie entwickeln. In irgendeiner Weise. Deswegen habe ich wieder angefangen, ja, Softcore zu spielen, aber das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ich glaube, in den letzten Streams, wo ich über Drogen und sonst was geredet habe. So, du Exorzist. Jetzt kommen wieder alle auf einmal hier. Ja. Oh, dann die Quest führen kann, oder was heißt Quest, die... Ja doch, Quest könnte man schon sagen, ne? Für Kanais Würfel, da habe ich ja schon wieder richtig Lust drauf, die dann wieder zu machen, weil das Gebiet fand ich einfach nur ätzend. Und dann wieder Bounties farmen ohne Ende, ach, was freue ich mich. Und dann die Items für die Eigenschaften auch noch. Oh, nie. Also für die Extraktion. Oh, da habe ich ja jetzt auch schon wieder richtig Bock drauf. Aber naja. Erstmal Stufe 70 werden und dann. Und hier diese Season-Reise. Was gibt es denn da? Schließt 5 Kopfgelder ab, okay. Beendet ein Nephalem-Portal, ja gut, das kriegen wir. Sockelt ein Edelstein an einen Gegenstand. Steigert die Ausbildungsstufe des Schmieds auf 5. Ja gut, wieder alles auf 5. Skelettkönig töten, Magda töten. Mhm. Okay, Jade Ernte bekomme ich. Ja, cool. Dafür muss ich, glaube ich, alle 4 Etappen, ne? Machen. Ja gut, aber das geht ja irgendwann recht schnell. Ab einem bestimmten Punkt. Ja, wobei ich glaube, ich werde jetzt gleich mal hier rausgehen und das Spiel... Nein, nee, öffentlich machen nicht, aber halt einem Spiel beitreten, weil das... Das ist ja echt eine Zumutung so. Also Spiel verlassen. Das ist ja so echt nicht schön. Ja, der macht ja noch gar nichts. So. Einstellung, öffentliches Spiel, was möchte denn Nephalem-Portale beitreten? So, schauen wir mal, wo wir dann jetzt landen. Ich guckt eigentlich irgendwie zu. Ich sehe es nicht, weil das OBS-Fenster ist halt davor. Erinnern wir mal gerade. So, ja, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt angezeigt wird, wäre, weil ich ja selber gerade drin bin. Um zu gucken, dass auch alles glatt läuft. Es sei denn, Twitch ist so. So klug und zählt das gar nicht mit. Aber das habe ich bis heute nicht herausgefunden. So. Jetzt ist der Ton wieder weg gewesen. Ja. Komm hier einmal zu Spieler teleportieren. Ich dachte, die wären noch nicht so weit. Gut. Weiß man ja nie, ne? So. Jetzt habe ich wieder einen Ton auf der rechten Seite auf dem Kopfhörer. Schön. So, meine Hündchen sind ja gar nicht da. Na sowas. Na sowas aber auch. So. Ja, aber das sieht doch jetzt schon besser aus. Das sind jetzt irgendwelche wildfremden Menschen. Aber naja, was will man tun?
Achso, jetzt habe ich Splitter. Ja.